Hallo Freunde, willkommen zurück in Skyrim. Ja, Home Sweet Home. Wir haben es endlich geschafft. Wir sind zurück in Weißlauf. In der letzten Episode hatten wir mit Drachen zu kämpfen, haben ein Banditenlager ausgenommen. Oder besser gesagt ein halbes, war ja nicht mehr so viel übrig. Ja, und jetzt sind wir zurück in Weißlauf bei immer noch wundervollem Regenwetter. Herrlich. So, wir sind gerade auf dem Weg hoch zum Palast des Jarl. Das Kopfgeld einstreichen. Schließlich will man seine harte Arbeit ja auch bezahlt haben. Und anschließend geht's weiter zu Farkas. Ihm ganz stolz erzählen, was wir getan haben. Nämlich eine arme, unschuldige Minenarbeiterin verprügelt, die nicht den Hauch einer Chance hatte. Aber wir müssen dran denken, das als heldenhafte, unglaublich mächtige Schlacht vorzutun. Wir müssen uns vorher nur darauf einigen, wie viele Daedra-Fürsten ihr geholfen haben, damit sich unsere Aussagen dann später auch decken. Nein, Spaß beiseite, also wir erzählen Farkas einfach Job erledigt und so weiter und ich schätze mal, dann wird er uns den nächsten Auftrag geben. Schlecht wäre es nicht. So, jetzt suchen wir allerdings erstmal Proventus Aveniki, den Vogt des Jarl. Ich mag ja nur eine Dienerin. Ja, und ich schätze, dieser nachtschlafenden Zeit werden wir den wohl wecken müssen, wenn wir ihn denn finden. Ei, guck, ei, Glotz, wer liegt denn da? Ich diene Jarl Balgruf als Vogt. Das weiß ich. Du schuldest mir Geld, mein Freund. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Ach, habe ich gern gemacht. 100 Gold, du überschlägst dich ja förmlich. Naja, schlaf weiter. 100 Gold lohnt sich überhaupt nicht, der Aufwand. Da müssen wir uns, glaube ich, einen besseren Job suchen. Aber man kann nicht überall erwarten, so viel Geld zu verdienen, wie man das zum Beispiel bei der Meuchelgilde macht. Da kriegt man für Kleinaufträge 300 Gold. Und immer gleich 3 Kleinaufträge auf einmal. Das ist schon ein bisschen was anderes. Okay, dann mal auf zu Farkas. Ich bin gespannt, was er uns als nächstes aufgibt. Wobei ich das Gefühl habe, in dieser nachtschlafenden Zeit wäre es besser, Farkas mal nicht zu stören. Wenn er aber zufällig gerade ohnehin wach ist, könnte ich mir bei einem Werwolf sehr gut vorstellen, dass der eher nachtaktiv ist. Dann erzählen wir es ihm gleich. Ansonsten legen wir uns erst noch mal eine Runde aufs Ohr. Ich schaue erstmal hinterm Haus, ob er vielleicht dort ist. Wäre nicht das erste Mal. Nee, sieht so aus, als würden sich auch die Gefährten an gewisse Nachtzeiten halten. Ach nee, da. Bin mir nicht sicher, ist das jetzt Farkas oder Wilkas? Kommt zu mir, wenn ihr fragt. Da waren ja. So gut, grüß dich. Ich hätte Iskramors Kraft und mein Bruder seine Intelligenz. Das Thema hatten wir schon das ein oder andere Mal, aber macht nichts großer. Das ist okay. Hier, Problem gelöst hier. Dings da. Ich wusste, dass ihr es könnt. Na klar. Mächtig, mächtig, aber. 150 Gold. 100 Gold für ein Banditenlager, 150 Gold für eine Minenarbeiterin. Klare Sache, hier bleiben wir, oder? Hast du noch was zu tun, Farkas? Skjor hat vorhin nach euch gesucht. Sprecht so schnell wie möglich mit ihm. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Ich bin nass, ich bin müde, ich bin hungrig. Skjor, mein Freund, was kann ich denn für dich tun? Ja? Ja, für dieses Mal habe ich etwas geplant, was ein wenig anders ist. Aber das muss nicht jeder hören. Trefft mich heute Nacht in der Tiefenschmiede. Dann reden wir weiter. In der wo? Hä? Also wenn wir jetzt losziehen und hier Weißlauf mit Graffiti-Dosen ansprühen, dann will ich nichts damit zu tun haben. Gesehen. Unter der Himmelsschmiede, wo Eorlund arbeitet. Die Tür ist verborgen. Aber ich zeige euch den Weg. Okay, heute Nacht noch. Meh.
Jetzt läuft er los. Verdammt, ich wollte doch mal eine Runde aufs Ohr hauen. Aber gut. Zähne zusammenbeißen. Die Gefährten sind da wohl wichtiger. Ich habe mich schon immer mal gewundert, wie das hier hinkommt. Na gut. Ach, sie ist auch dabei. Jetzt bin ich schon ein bisschen gespannt. Was wird denn jetzt hier passieren? Nicht jetzt. Tiefenschmiede. Heute Nacht. Ja, ich bin doch da. Ich komme nur nicht rein. Sind wir bereit? Naja. Ja, was ist das hier eigentlich? Ist das schon wieder ein Test? Hier ist alles, was ihr wissen müsst. Jorvask ist das älteste Gebäude in Westen. Menschen oder Elfen ist. Wir bringen die Stadt zu. Dann mal los. Okay, dann schauen wir mal rein. Ich hoffe, dass ihr Ayela auch in dieser Form erkennt. Sie hat sich bereit erklärt, euer Ahne zu sein. Mein was? Seid mir nicht böse, aber ich würde ganz gerne sehen, was hier passiert. Wir machen dies im Geheimen, weil Kotlak zu sehr damit beschäftigt ist, dieses große Geschenk wegzuwerfen, das uns gegeben wurde. Er ist der Meinung, dass wir verflucht wurden. Aber wir wurden gesegnet. Wie kann etwas, das diese Macht verleiht, ein Fluch sein? Also nehmen wir die Sache selbst in die Hand. Aber Farkas meinte, das ist nur für den Zirkel. Um in die Sphären der Gefährten aufsteigen zu können, müsst ihr uns im gemeinsamen Blut des Wolfes beitreten. Seid ihr bereit, euren Geist mit der Tierwelt zu vereinen? Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das okay ist. Farkas meinte, das ist nur für den Zirkel und Kotlak ist da offensichtlich auch nicht so begeistert von. Und die beiden ziehen das jetzt auf eigene Faust durch. Ich weiß nicht, weiß nicht. Eure Entscheidung. Wir werden euch nicht zwingen. Wenn ihr dem Zirkel beitreten möchtet, muss euer Blut wie das unsere sein. Ihr findet uns hier, sobald ihr bereit seid. Boah, schwierige Entscheidung. Also, rollenspieltechnisch, natürlich. Als Spieler schreibt bei mir alles, ja, sofort. Werwolf, wuhu. Aber so rollenspieltechnisch, uiuiui. Okay, Leute, ich vertraue euch mal. Ziehen wir es durch. So viel. Ex und Top und Ex und Top und Ex und Top. Er kann einiges vertragen, Männer. Ach du Schande. Jetzt wird's zappenduster. Hört ihr das? Das klingt wie Ragen. So, jetzt ist es soweit. Wir sind Werwolf. Das Problem ist, dass wir jetzt in Weißlau festsitzen irgendwie. Und ich nicht vorhabe, hier alles abzuschlachten. Ganz im Ernst. Ich probiere mal was ganz, ganz Dummes. Nein, auch mit der Mod kann man hier scheinbar nicht raushüpfen. Das heißt, wir hängen jetzt gerade hier in Weißlau fest, bis die Sache hier zu Ende ist. Oh oh. Naja, das hat ja nicht lange gehalten. Seid ihr wach?
Ich dachte schon fast, dass ihr nie mehr zurückkommt. Eure Verwandlung war nicht das, was man einfach nennt. Aber ihr lebt noch. Gratulation. Warum habe ich keine Klamotten an? Wir haben sogar eine Feier für euch geplant. Eine Gruppe Werwolfjäger hat drüben beim Galgenfelsen ihr Lager aufgeschlagen. Die Silberne Hand. Ich glaube, ihr kennt sie bereits. Wir werden sie alle abschlachten. Jeden einzelnen. Ist ja schön und gut. Klamotten. Bitte? Skjold ist bereits als Kundschafter vorgegangen. Okay, Mädel. Was ist da gerade passiert und wo sind meine Klamotten? Ihr wurdet als Teil des Rudels neu geboren, Bruder. Fast beneide ich euch. Das erste Mal ist immer am intensivsten. Ihr habt uns sogar mehr Schwierigkeiten bereitet als damals Farkas bei seiner ersten Verwandlung. Okay. Ja, gibt's ein Heilmittel? Falls wir keinen Bock mehr drauf haben. Ich bin alt. Ich liebe Kotlak. Ich respektiere ihn und folge ihm. Aber in diesem Punkt hat er Unrecht. Das ist kein Fluch. Wir sind die mächtigsten Jäger im gesamten Land. Wenn er sich wegen seinem metschlürfenden Leben nach dem Tod Sorgen machen will, dann ist das seine Sache. Ich genieße lieber den Ruhm der Jagd. Ja, wenn du das so genießen willst, ist das deine Sache. Wenn ich aber wie Kotlak lieber als Mensch auf die andere Seite gehen will, dann... Heilmittel. Okay. Bis zum nächsten Mal. Wo habt ihr meine Klamotten vergraben? Na, das ist doch schon mal was. Ich sehe gerade, ich trage da eine ganze Menge Mist mit mir rum. Hatten wir nicht mal einen magischen Ring? Ich hab's gewusst, dass mir was geklaut wird. Na gut. Dann heißt das wohl jetzt gegen die silberne Hand. Oh, bevor ich's vergesse, die Beastform sollten wir vielleicht in die Favoriten packen. Können wir vermutlich noch brauchen. Also gut. Ah, Moment. Bevor man eine Festung stürmt, speichert man. So, speichern muss ja hin und wieder mal sein. Ich würde sagen, wir schauen jetzt gerade nochmal hier in die Talente rein. Und dann lassen wir Ragen sich erstmal von dem Horror der letzten Nacht erholen. So, ein Talent zur Verfügung. Was nehmen wir denn mit? Jedes Mal in die Schmiedekunst, ein blödes Gefühl in der Magengegend. Ja, warum nicht? Hier. Ah, schaut auch ganz nett aus. So, falls ihr euch wundert, warum hier unten die Werte so schlimm aussehen. Das liegt unter anderem an der Aura, die wir benutzen. Und das ist einfach der Standardwert, den wir haben. Im Moment sind wir müde, hungrig, durstig, die volle Palette. Wenn man sich das mal anguckt. Yep. Okay, lassen wir Ragen sich erstmal erholen von dem Schrecken der letzten Nacht und dann startet morgen der nächste Albtraum. Diesmal aber für die silberne Hand. Also bis morgen dann, Leute. Haltet die Ohren steif. Ciao.